Hallo ihr Lieben, ich glaube die Qualität ist gerade nicht so schön. Hier ist gerade ein bisschen dunkel und ich hatte jetzt keine Zeit, um meine Lampe und hier alles aufzubauen, weil es nämlich schnell gehen muss. Morgen ist nämlich Japan-Tag und ich wollte mir noch meine Haare tönen. Und am besten sollte das Video noch heute online kommen, also einen Tag vor dem Japan-Tag. Aber jetzt, wenn ihr das seht, ich weiß ja nicht, wann ich es dann tatsächlich hochlade. Vielleicht ist es dann auch erst einen Tag später und keine Ahnung. Ich versuche mich auf jeden Fall zu beeilen. Ja, meine Haare sind wieder blond. Und ich wollte mal so ein bisschen, ich sag jetzt einfach mal Mermaid-Hair machen. Also ich habe mir überlegt, ich hätte mal wieder Lust auf so die Richtung Blau-Türkis, aber ich wollte es nicht einheitlich haben, sondern vielleicht eher strähnig oder scheckiger. Flugzeug! Ach egal, scheiß drauf, ich habe keine Zeit, ich muss das Video machen. Also ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache mal mehrere verschiedene Blau-Türkis, beziehungsweise teilweise vielleicht auch Grüntöne und mache das dann so ein bisschen strähniger, dass das nicht so ganz so einheitlich ist. Und ich muss mich beeilen, deswegen fange ich jetzt an. Ha! Farbe mischen. Als erstes mische ich mal ein kleines bisschen Türkis mit viel Spülung. Schauen wir mal, wie hell das wird. So, das ist okay. Als nächstes nehme ich mal Lagoon Blue. Als nächstes nehme ich mal ein bisschen Alpine Green. So, jetzt habe ich hier im Grunde drei verschiedene Blau-Grün-Töne. Lagoon ist ein reines Blau. Alpine ist Türkis, aber eher grünlich. Aber in der Kamera, so wie ich das jetzt sehe, sieht es bläulich aus. Turquoise dagegen ist eher ein bläuliches Türkis. So sieht das Ganze dann fertig aus. Ich habe die Tönung 30 Minuten einwirken lassen, mit kaltem Wasser ausgespült, dann nur eben kurz trocken geführt und jetzt sieht das Ganze so aus. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr das jetzt erkennen könnt. Hier ist es gerade auch ziemlich dunkel und die Haare sehen hier auch, glaube ich, irgendwie dunkler aus, als sie eigentlich sind. Also ich glaube, sie sind ein bisschen heller, als ich das jetzt zumindest hier in der Kamera sehe. Und ich weiß jetzt auch gerade nicht, ob ihr diese Reflexe sehen könnt. Also die Haare sind jetzt halt türkis. Und haben halt an manchen Stellen grüne oder bläuliche Reflexe. Also sind halt nicht einheitlich türkis, sondern an manchen Stellen schimmern sie eher bläulicher, an manchen eher grünlicher. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das jetzt hier erkennen könnt. Aber ich sehe das auf jeden Fall im Spiegel, dass es so ist. So, jetzt bin ich hoffentlich auffällig genug für den Japan-Tag. Sehen wir uns morgen da? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich sage jetzt erstmal Tschüss. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen. Falls ihr noch nicht mein Abonnent seid, könnt ihr mich hier unten kostenlos abonnieren. Hier oben verlinke ich euch mal mein letztes Video. Das war das Haul-Video zu den bodenlangen Kleidern. Ich hoffe, wir sehen uns morgen auf dem Japan-Tag. Macht's gut. Tschüss.